Herzlich willkommen zu einer Folge hier auf der Marsch, als Version 1.3. Wir sehen jetzt hier Gras aus, was ich noch einstellen muss. Ich habe beinahe was geboren. Wir haben Kartoffelgrün, Mais, Raps, Gras, 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 Zerne. Ups, schlecht, kommen wir zurück. Ich glaube nur vorwärts. Gut, Gras. Gras, wie gesagt, habe ich jetzt geklaut von der letzten Folge. Alle, die es lange nicht geschaut haben, ganz kurz jetzt. Nach Gras, nach Gerste und Regale Gras 1,4%. Bei Raps, Mais 1,4 und bei Kartoffeln ist das beste Ergebnis von Soja. Wir werden also als Soja-Prinzip da bei Kartoffeln und Rüben anpflanzen. Müsste eigentlich das gleiche sein. Ja, also da die Felder kommen dann entsprechend her. Soja rein. Und das machen wir im Frühjahr. Und jetzt mal hier mal einstellen. Hab ich ihn gelöscht. Normal berechnet. Na gut. Das Problem ist ja eingestellt. Ich mache nicht das weniger. So, zwei Bahnen. Wir haben schon angefangen gehabt damit, die erste. Das wollte ich nicht. Und einstellen. Jetzt werden wir die anderen beiden gleich freistellen. Und gucken hier auf der. Da düngt er noch. Den müssen wir später auf den 23 hinfahren und düngen. Und hier sieht das schon ganz gut aus. Das könnte doch mal wenigstens gelb werden. Könnte. Hier wird schwierig, aber das macht nichts. Da werden wir entsprechend hier mal kurz entlassen. Nacharbeiten her. Und hier das gleiche auch. Da kommt Mais rein und hier haben wir ja schon Gras, das haben wir schon fast erledigt. Ja, und da wo Mais ist, ne, keine, habe ich keine Lenkung, scheiße. Mist. Das sollte nicht gezeigt werden. So, tja. Lenkung ist deaktiviert, das ist ungünstig, weil ihr das mir ehrlich gesagt ärgert. Ich weiß auch nicht, wo noch liegt. Treiber oder am Spiel oder die Tatsache, dass ich mehrere Monitore habe. Bin ich eher daran. Sobald ich mit der Maus am Nachbarbildschirm anklicke, ist es ja, versaut. Dann ist die Lenkung praktisch der Widerstand weg. Er lenkt zwar trotzdem, aber das lenkt sich sehr schlecht, wenn man da ohne, also im Prinzip mit einem kleinen Finger lenken könnte. Ne? Also ja, wie eine Kurbel ohne was dran, ohne was schwer ist. Ne? Ja, auch nicht funktioniert beim ersten Mal. Naja. Ja, haben wir noch Beine umfahren, ne? Das müssen wir auch wieder machen. Ja. Schlachter zum Frühjahr müssen wir kaufen und vielleicht auch ein Schweinestall. Ja, mal sehen, ne? Das ist Folge 10. Somit Freitag. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Ich habe es heute. So. Wünsche euch immer, auch wenn ich sage. Ne? Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich machen wollte. Düngen wollte ich gerade. 12, bis hier auf die Weg. Und hier wollen wir nacharbeiten. Zumindest in der Mitte, dass wir da entsprechend keinen Verlust haben. Und hier haben wir natürlich auch mal Möglichkeiten. Ne? So viel ist es ja gar nicht, aber wie gesagt, das ist immer so
Bei Grasen sind dann immer ärgerlich, aber am ersten Mal denkst du, ach, jetzt so nachgearbeitet. Ne? Bei der zweiten Mal das gleiche, das wächst ja nicht nach. Also normalerweise Gras würde sich dann auch alleine vermehrt, wenn das der Samen schmeißen könnte. Ne? Oder durch Fuchssamen, Unkraut und so würde ja auch was wachsen. So wäre es in der Natur, also es würde im Prinzip natürlicherweise irgendwann wieder was da wachsen, was so eine Umgebung an Samen abschmeißt. Ne? Also jetzt im Herbst ist ja nochmal viele Pflanzen haben noch Samen und dann wird durch Wind oder durch andere Sachen verbreitet. Ja, und dann wächst halt irgendwas, was halt eine Umgebung erfahren ist. Löwenzahn zum Beispiel ganz gerne, also wächst extrem viel und schnell. Wer zu Hause eine Wiese hat, der wird sicher von sich schon sehen können, dass Löwenzahn da ganz schnell wächst. Ich hatte früher als Kind Kaninchen und die haben wir ganz gerne gefärbt. Hat sich auch sehr gut gemäht, also, weil das entsprechend dicker war. Ne? Aber wenn man Heu machen wollte, war das immer ungünstig, weil das war etwas mehr im Blatt, etwas kräftiger und ist somit schlechter trocken geworden. Brauchte länger. Und das ist dann ja, nicht ungünstig, aber halt, man muss es halt wissen, wenn man früher das Sporten haben will, immer von 3-4 Tagen, dass kein Regen kommen darf. Ne? Schwierig. Heute ist schon die Wettervorhersage ein bisschen besser. Aber ja, auch früher war es ungefähr einschätzen. Stabiles Hoch und das Sachen war gut geritzt, wo es trocken wurde. Und oft war auch mit dem Fluss letzten Tag. Dann meistens Gewitter an oder so, da hat man sich beeilen müssen, ne? Dass man zumindest trocken reinkriegt. Wer hätte hier dort herfahren gesetzt, so ungünstig. War ich das? So. Wie gesagt, wenn das nicht wachsen würde, würde ich doch tatsächlich das fertig. Mann. Das ist gerade was gewesen. Jetzt werden wir Richtung 23. Mal ganz gucken, wo wir sind. Von. Das sieht aber hier nicht ganz perfekt aus. Das sieht aber eine halbe Arbeit hier aus. Hab ich ja noch nie gemacht. Mal gucken, was da steht. Bestimmt zwei Fahrzeuge oder so. Keine Ahnung. Mal schauen, mal gucken. Was. Weil der ganze Meister ist ja noch nicht fertig. Also sehen nur zwei Bahnen. Ne? So, mal schauen, was er da gemacht hat. Da machen wir mal ganz kurz immer neu. So. Oder ist das nur ein kleiner und der hat keine gesunde große Breite? Mal ganz kurz mitfahren. Der Anfang ist ja ganz gut. Die Geschwindigkeit passt. Um die Nachfrage beim Baumarkt zu hören.
kurz entlassen. Und wir fahren mal ein Stückchen vor. Wo sein Wein? Wo er im Prinzip nicht gemacht hat. Also auch die Ungünstigung teilweise. Die Runde hat er gemacht, passt, die Runde ist fertig. Die hat er nicht gemacht. Komplett. Müsste also hier im Prinzip einsteigen. Also ich verstehe es nicht ganz. Aber gut. Oder er hat. Normalerweise nicht, das ist ja Kursblick, das geht eigentlich hin. Werden wir nicht herausfinden, was er gemacht hat. Oder auch nicht. So, nächsten hier. Auch noch mal ganz kurz. Restarbeiten, so viel ist ja gar nicht mal, aber wir machen schon. So. Die kleine Ecke da oben. Ja, die Frage ist, ob Maisfeld, was machen wir da rein? Ja, denkt man so wieder sowas. Ja, was hin. Oder Raps. Raps können wir machen, auch Mais, das geht ganz gut. Aber am Rand ist nicht traurig. Dann wird er sowieso nicht. Obwohl, ja. Wir machen es mal mit. Wenn später mal das andere Frucht drauf kommt, dann sieht es immer besser aus, wenn der Gras wächst, als wenn der jetzt nichts wächst. So. Haben wir sind schon fast alle fertig. Mais, wie gesagt, das machen wir dann nebenbei. Boah, ist halt nicht anders. Sobald er mit Düngen fertig ist nachher, dann kann man auch sagen, okay, dann haben wir unter Mais mehr Zeit. Ja, dann steht Tiere wieder an, also spätestens morgen früh nur Tiere machen. Aber wie gesagt, wenn die Zeit knapp wird, kann man auf 1 gehen und dann kann man alle Ruhe die Arbeit fertig machen. Deswegen würde ich auch auf 3 Tage gehen. Dann, wenn wirklich nichts zu tun ist, dann kannst du sagen, okay, wir lassen auch 5 durchlaufen und dann ist gut. Und dann bist du mit fertig mit der ganzen Arbeit, in der normalen Zeit halt. Weil 6 Tage ist schon sehr lang im Frühjahr, wenn aber ein bisschen runterkommt. Und Gras geht nicht und so. Gut, die machen einfach Produktion mit und so, das ist kein Thema. Aber wenn man irgendwann mal eine Zeit bekommt, wo wir Sachen schaffen, dann kann man immer auf 1 umstellen und dann haben wir genug Zeit. So, fertig. Nächste Feld ist fertig. Ja, können wir dann früher schon mähen. Können wir auch mal eine Krone nehmen, zum Mähen. Wäre auch eine Option, wenn da könnte man ein bisschen durchziehen, 13 Meter breit, was das Ding ist, ne? Und dann ist es nicht schlecht. Schafft auch viel. Aber wie gesagt, extra viel mehr, ne? Zum Gerät. So, packen wir mal ein und dann schauen wir nachher, ob wir näher machen auf die Maisfelder. Maisfelder, denke ich, da kommt im Frühjahr rüber. Wenn wir näher entsprechende Zeit haben, näher reparieren und waschen. Jetzt muss immer das erste Mal laufen. So, gleich mit Dünger zwischen. Gleich schon fertig. Das gucken wir gleich an. Schon wieder. Ja, da muss ich nacharbeiten, nützt ja auch nichts. So,
kann doch nicht fertig sein. Die erste Bahn hat er dann. Achso, haben wir nicht gemacht. Das ist nicht fertig. Junge, das ist nicht fertig. Dann darf ich noch alleine arbeiten hier. Ich habe unseren Kurs mal so gelobt, bei Gym klappt das mal gut, oder? Denn irgendein Grund klappt jetzt nicht. Bauen wir ja auf Feld Nummer 23 auf das gleiche Problem geht. Ja, gut. Hoffen wir nicht, ne? Das war's für heute gewesen. Ich sag mal Tschüss und Danke. Und ciao. Danke fürs Reinschauen. Danke fürs Abonnieren. Danke fürs Liken etc. Ja, ne? Wir machen dann morgen weiter Samstag. Ne? Tschüss.